bereue die ganze Nacht, dass ich früh verschwinde. Sicher der reinste Schweinefraß. Wir haben diesen Dreck hier satt, du wirst uns noch alle vergiften. Wir wollen essen und nicht kotzen. Halt! Block! Mit der Kochkunst scheint es bei dir nicht weit her zu sein. Versuch's nochmal, und zwar sofort. Hast du verstanden? Na los, beeil dich! Du Hund! Ich warne dich noch eine Bewegung und ich breche dir den Arm. Und hört alle gut zu. Ich habe hier zu befehlen. Leg ihn um, Boss! Nimm noch dein Schießeisen. Mach den Kerl fertig. Hast du verstanden? Jawohl. Das war ein Fehler. Es wäre besser gewesen, ihn gleich umzulegen. Ja, bestimmt. Und warum hast du es nicht getan? Meiner Ansicht nach fühlt er das ganz Bestimmtes im Schilde. Es fragt sich nur, um was es sich handelt. Ich beobachte ihn schon lange. Meinst du, ich nicht? Wir werden es schon herausfinden. Der hat einen Plan, du wirst schon sehen. Die Rinder sind untergebracht. Ich habe den Männern gesagt, sie sollen gut aufpassen. Gut gemacht, Sam. Und sorg dafür, dass sie Kaffee und Essen bekommen. Okay, Mallory. Geht es wieder besser, Todd? Nicht besonders. Was ist denn passiert? Du hast hohes Fieber gehabt. Ich hatte dich schon aufgegeben. Ein glorreiches Ende für einen Ex-Colonel der Nordstaaten. Mallory, lass mich mal trinken. Ich weiß, du hast Durst, aber trink langsam. Wir kommen gut vorwärts. Morgen werden wir da sein. Morgen? Aber letztes Mal sagtest du doch, wir hätten noch 4 Tage vor uns. So war es ja auch, aber du hast ja 3 Tage verpennt. Jetzt sind wir in Texas. Wenn jemand ahnen sollte, dass wir das Gold in diesem Karren haben, gebe ich für unser Leben keinen Dollar. Du weißt, wenn ich sterben sollte, würdest du zu einem reichen Mann werden. Ich sehe, du bist noch krank, Todd. Aber versprich mir, wenn mir etwas zustoßen sollte, vergiss nicht das wahre Ziel dieser Reise. Die Ranch von diesem Mörder. Verlass dich drauf. Meine Schwester, der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der noch zu mir gehörte. Heute bin ich reich und das wird mir helfen, endlich Rache zu nehmen. Mit dem Geld, mit deiner Hilfe werde ich es schaffen. Natürlich. Deshalb hast du mich wohl zu deinem Teilhaber gemacht. Ich habe es dir nicht vergessen, dass du mir das Leben gerettet hast. Wie lange warst du nicht mehr in Texas? Schon sehr lange. Hör mal, warum willst du unbedingt die Ranch der Amblers? Hör zu, Bart Ambler. Dieser Hund hat meine Schwester ermordet, nachdem er sie dazu überredet hatte, all unsere Güter zu verkaufen. Was hätte sie auch anders tun sollen? Es waren schwierige Zeiten für die Nordstaaten. Später, nach der Niederlage des Südens, musste Bart fliehen und ich wurde wieder Herr über meinen Besitz. Alles andere weißt du ja. Also hast du alles verkauft, um hierher zu kommen und dich zu rächen. Aber so leicht wird es nicht sein, ihm die Ranch wieder abzunehmen. Ich als Halbblut und auch noch mitten in Texas, ich werde es schwer haben. Ich werde dir kaum helfen können. Ich weiß, was du denkst. Aber Bart ist ruiniert und hat die Ranch weiterverkauft. Er wird alles daran setzen, sie zurückzubekommen, seit alle wissen, dass die Eisenbahn durch das Grundstück geht. Das schafft er bestimmt nicht.
Ich muss mal nach den Rindern sehen. Und hüte dich vor Block. Wieso ist dieser Wagen denn so schwer? Ist ja nichts weiter drauf als ich selbst, der Colonel und ein paar Säcke. Du brauchst ihn ja nicht selber zu ziehen. Aber die Arme tun mir trotzdem schon weh. Du musst dich schonen, wenn du so empfindliche Arme hast. Die könnten ja leicht brechen. Also Todd, alles in Ordnung? Ich habe gehört, was dieser Kerl gesagt hat. Glaubst du, dass er gefährlich werden könnte? Wir sind schon fast am Ziel, dann werde ich ihn gleich entlassen. Ich verlasse mich auf dich. Auf diesem Wagen sitze ich wie auf Kohlen. Es ist soweit, Mallory. Wir sind gleich da. Der Colonel braucht sich keine Sorgen zu machen. Ich würde doch lieber vorausreiten, Sam. Wir sind hier nicht weit von der Grenze, da kann man nie wissen. Sicher. Die Rinde übernimmst du, Sam. Bis später. Sind Sie der Colonel Totasper? Nein, der Colonel wird aber gleich kommen. Er trifft sich hier mit einem gewissen Jefferson. Ist er schon da? Ja, er ist drin. Und ich habe den Eindruck, er möchte die Sache möglichst schnell loswerden. Kommen Sie rein. Du hast ausgepennt! Raus mit dir! Einen Whisky. Haben Sie das Geld mitgebracht? Mein Freund, sind Sie nicht etwas zu neugierig? Eine Ranch wie Borisson verkauft man nicht alle Tage.
Aber das ist doch Block. Ein Freund von Ihnen? Nein, nein. Kein Freund von mir. Als ich ihn letztes Mal sah, hatte er es ziemlich eilig, die Stadt zu verlassen. Das ist Jefferson. Warum ist er denn so nervös? Dazu hat er allen Grund wegen Forresten. Wieso denn? Soviel ich weiß, gehört auf die Range nicht mehr in Ambler, sondern diesem Jefferson. Sicher Bedenken hat er trotzdem. Colonel Todd Hasper? Genau. Ich bin Pat Jefferson. Der Vertrag ist fertig. Meiner auch. Schön, dann können wir es gleich erledigen. Gehen wir rein. Bitte schön. Danke. Sind Sie Todd Hasper? Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich nehme an, Sie wissen genau, um was es sich handelt. Um Forresten. Mein Bruder ist gerade verreist. Inzwischen habe ich erfahren, dass Sie mit Jefferson verabredet waren, um über den Verkauf zu verhandeln. Ich wusste wohl, dass Bert Embl eine Schwester hat. Aber von ihrer Schönheit bin ich überrascht. Tun Sie mir einen Gefallen. Verzichten Sie auf die Range. Steckt Ihr Bruder dahinter? Nein, Bart weiß es noch nicht. Aber sein einziger Wunsch ist, Forresten wiederzubekommen. Auf dieser Ranch sind wir geboren und dort sind wir aufgewachsen. So sentimental sind Sie. Aber bedauerlicherweise ist das Geschäft bereits erledigt. Bart hat dich doch gebeten, abzuwarten. Oder hast du vergessen, dass er dabei ist, das Geld aufzutreiben? Aber Jefferson konnte ja nicht warten, oder? Dabei weiß er doch ganz genau, wie mein Bruder ist. Bart wird einen Wutanfall bekommen, wenn er das erfährt. Mein Bruder kann jeden Augenblick zurückkommen. Er sagte mir, in 2 Wochen spätestens ist er da. Colonel Hasper, mein Bruder wird diese Sache nicht so gelassen hinnehmen. Wenn Sie wüssten, wozu er... Oh, doch, doch. Nur vom Hörensagen. Ich weiß allerdings so einiges von seinen Unternehmungen in Barton City und anderswo. Miss Ambler, warten Sie, warten Sie, warten Sie doch. Sie gestatten? Glauben Sie wirklich, dass es wegen dieser Range noch Ärger geben wird? Glauben. Ärger gibt es bestimmt, und zwar großen. Dann richten Sie Ihrem Bruder aus, er soll sich überlegen, bevor er irgendetwas unternimmt. Wenn es einer nicht schafft zu behalten, was er schon hat, dann verdient er es auch nicht anders. Hm. Mein Freund, hast du deine guten Manieren vergessen oder muss man sie dir erst beibringen? Eine wütende Frau wirkt noch schöner. Aber darüber unterhalten wir uns ein andermal. Tja. Gesagt, du solltest verschwinden. Und zwar schnell. Aber ich dachte, ich hätte zu tun. Okay. Ab heute ist dein Typ nicht mehr gefragt, Block. Verschwinde und lass dir von dir deinen Lohn auszahlen. Sie wollen also wirklich sofort abreisen? Ja, ich will mich hier nicht länger aufhalten. Schön. Und gute Reise auch. Wiedersehen. Hast du Block entlassen? Sicher. Er ist bestimmt ein guter Bekannter der Amblers. Da liegen Sie richtig, mein Freund. Diesen Kerl hat Bart Ambler entlassen, als er merkte, dass sein Cora verknallt war. Hm? Dann ist es auch klar, wer dem Mädchen erzählt hat, dass wir herkommen würden, um die Ranch zu kaufen. Jede Wette. Schön.
Ich will mich etwas hinlegen. Bis später. Mallory, nimm dich in Acht vor Block. Bart Ambler hat als einziger einen Streit mit diesem Gorilla lebend überstanden. Der größte Mann gibt eine kleine Leiche mit einer Kugel im Bauch. Ist doch seltsam. Was denn? Die beiden Verträge habe ich gesehen, aber keine Spur von Geld. Was soll das? Na ja, ist es nicht etwas riskant mit dem vielen Geld in den Karren? Solche Worte sind gefährlich. Lass dir raten, dich nicht zu verquatschen, sonst bist du verloren. Ich habe es nur meiner Verschwiegenheit zu verdanken, wenn ich so alt geworden bin. Bravo, wenn du so weitermachst, lebst du noch länger. Mein Glas ist noch leer. Hör mal, wie ist denn eigentlich dieser Bart Ambler? Wirklich. Sein Vater war auch nicht anders. Die einzige Person, die er respektiert, ist seine Schwester. Cora ist ein braves Mädchen. So war auch ihr Bruder Jim. Ist er tot? Ja. Die Guten haben es schwer im Leben. Ich suche Jack und die anderen beiden. Hast du sie gesehen? Hier ist keiner. Vielleicht sind sie bei Carter. Eine Whisky. Und Spielkarten. Haben Sie gut ausgeholt, Colonel? Zu viele Probleme, die sich nicht lösen lassen. Naja. Wir suchen den Kerl, der vorhin Miss Cora belästigt hat. Der ist fortgegangen. Wer ist denn der? Der neue Besitzer von Forresen. Aha. Ich sehe, Sie spielen gerne Karten. Hey, Carter, noch ein paar Gläser. Der Colonel, so nennt man sie doch. Ich hoffe, Sie geben einen aus, während wir spielen. So ein Schweinehund spielt mit fünf Fassen. Aber ich habe es gleich gemerkt. Du wolltest mich einlegen, was? Versuch's mal mit der Pistole. Ich bin nicht bewaffnet. Nicht, Jack. Das wäre Mord. Ohne Zeugen aber nicht. Ich hoffe, du machst es nicht. Richtig. Er hat keinen Revolver. Also wäre es Mord. Es
Seit wann hast du hier nicht mehr sauber gemacht? Seit 2 Wochen. In diesem Fall bringst du jetzt den Fußboden auf Hochglanz. Mit der Zunge. Verboten, hierher zu kommen. Bart wird mit mir zufrieden sein. Du bist kein Mensch, du bist eine Bestie. Schön, und jetzt bringen wir sie nach Hause. Nein, ich brauche euch nicht, verschwindet! Eine tapfere Leistung, nicht wahr? Es ist nicht meine Schuld. Wenn Sie nächstes Mal Lust bekommen, einen Mann zusammenschlagen zu lassen, schicken Sie Ihre Köter zu mir. Sie sollten Gott danken, dass er überhaupt noch am Leben ist. Hätte er eine Pistole gehabt, könnten Sie ihn jetzt begraben. Sie sollten Gott danken, dass ihr noch lebt. Denn sonst hätten jetzt alle Amblers einen Strick um den Hals. Dafür hätte ich eigenhändig gesorgt. Sie haben Besuch, oder? Der ist sicher nicht für mich. Wollen Sie einen Rat? Wenn es sein muss. Gehen Sie. Die sind zu dritt und ich kann Ihnen auch nicht helfen. Wenn es drauf ankommt, stehen Sie ganz allein. Ich bin daran gewöhnt. Der in der Mitte ist gefährlich, das ist Jack. Die anderen beiden sind gewöhnliche Lumpen. Aber Jack ist schnell. So schnell wie eine Klapperschlange. Danke für den Rat. Nein, lassen Sie es. Bitte, ich flehe Sie an. Du bist doch Jack, nicht wahr? Schön. Wenn du dich für einen Mann hältst, dann schnall dir den Revolvergurt ab. Und sag deinen Freunden, sie sollen es auch tun. Es ist besser für sie. Dann rechnen wir ab. Und zwar auf die gleiche schmutzige Art und Weise, wie ihr mit meinem Freund Todd Hasper. Schöne Worte. Aber ich denke nicht daran, mich mit dir zu schlagen. Du hast meinen Freund geschlagen. Also, Fäuste oder Pistolen? Dein Freund da drin wäre schon kalt und steif, wenn er eine Pistole gehabt hätte. Jack, ich hatte dir doch befohlen, sofort zu gehen. Von Ihnen nehme ich keine Befehle an. Nur Ihr Bruder hat mir zu befehlen. Gehen wir. Und jetzt schnallt eure Gurte ab und lasst sie fallen. Und jetzt verschwindet und schafft ihn weg. Der schnellste Mann von Texas ist erschossen worden, nachdem er den Revolver schon gezogen hatte. Das nimmt mir keiner ab. Wäre es mir gelungen, den Colonel zu überzeugen, die Ranch nicht zu kaufen, hätte das alles vermieden werden können. Jeder Mann hat schließlich das Recht zu kaufen, was er will. Unser ganzes Herz hängt doch an dieser Ranch. Was haben Sie denn gegen Cora?
Sie heißt Ambler. Sicher, aber sie hasst das Blutvergießen. Sie hat zu viel davon erlebt. Sicher, heute hat sie auch was erlebt. Sie hasste Jack. Na, umso besser. Der Colonel kann hier nicht länger bleiben. Er braucht ärztliche Behandlung. Bringen Sie ihn dort in die Stadt, dann kann ich ihn öfters besuchen. Und tun Sie es, bevor es zu spät ist. Es wird schwer sein, ihn dazu zu überreden. Die Range ist sein einziger Lebenszweck, das verstehen Sie doch, Doktor. Ja, aber wenn man erst einmal tot ist, hat man ja sowieso nichts davon. Und hier seid ihr von aller Welt abgeschnitten. Dabei habt ihr viele Feinde. Allerdings. Auf Wiedersehen, Doktor. Auf Wiedersehen, Doktor. Keine Bewegung. Du hast schon wieder ein Pferd lahmgeritten. Man wird es erschießen müssen, weil du es so eilig hattest. Ich habe ein großes Darlehen erhalten. Ich habe weit reiten müssen, aber ich habe es geschafft. Schon zu spät. Jefferson hat die Forest Ranch bereits verkauft, während du auf Reisen warst. Jefferson? Er hat es gewagt? Die Ranch ist verkauft. Neu hier. Weißt du nicht, dass mein Bart Embler nicht quer über den Weg läuft? Was soll das? Hast du was einzuwenden? Das reicht, Bart! Siehst du, ich könnte dich umlegen, aber ich tue es nicht. Für dich ist mir mein Blei zu teuer. Die Zeiten haben sich geändert, Bart. Du wirst deine Überheblichkeit noch bereuen müssen. Gib mir einen Whisky. Wo ist Jefferson? Abgereist. Wann denn? Vor 2 Tagen. Ja, er hat wohl vergessen, dass ich versprochen habe, ihn umzulegen, wenn er Forrest'n verkauft. An deiner Stelle würde ich mich nicht über den Verkauf der Ranch aufregen, Bart. Und vergiss nicht. Recht und Gesetz gelten jetzt auch in dieser Stadt. Wer ist es, Bart? Mein Vater hat dich zum Sheriff gemacht. Früher bist du nichts anderes als ein vergammelter, dreckiger Cowboy gewesen, mit Löchern in den Hosen. Mich wundert nur, dass du in dieser Stadt immer wieder gewählt wirst. Du hast doch hoffentlich eine gute Verdauung. Eines Tages werde ich dich noch deinen Blechstern schlucken lassen. Erinnerst du dich an Blockstone? Ja? Vielleicht freut es dich zu hören, dass er zurückgekommen ist. Ja, dann werde ich ihn eben noch mal rausschmeißen. Ich habe noch nie gesehen, dass man einen Mann so behandelt hat. Umso besser. Auf so grausame Weise konnte kein anderer handeln als du. Sollte es mir so ergehen wie den 2 Mexikanern mit Block? Einer ist tot und 2 hat er zu Krüppeln geschlagen. Aber vergiss nicht, dass du Block gefesselt und geknebelt hattest. Und du kannst auch nicht abstreiten, dass du einen Mann kaltblütig gehängt hast. Mhm. Er hatte meine Schwester belästigt. Aber er war doch besoffen, er wusste doch nicht, was er tat. Ja, viele Leute wissen nicht, was sie tun. Auch ohne einen Tropfen Whisky. Thank you.
Sobald ich hier wieder Herr über alles bin, dann werde ich an euch denken. Ich werde nichts vergessen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Doktor, aus welchem Grund hassen Sie mich eigentlich so entsetzlich? Es ist schon zu oft vorgekommen, dass hier in Baden City Blut vergossen wird und jedes Mal wegen dir, Bart. Jetzt als Arzt sollten Sie doch wissen, dass es sehr ungesund sein kann, so viel zu reden. Solche Sorgen macht man sich in meinem Alter nicht mehr. Aber eins will ich dir sagen, du könntest noch viele Menschen ermorden, Bart, aber du wirst niemals den Mut aufbringen, mich zu töten. Wieso denn? Es würde auch für dich den Tod bedeuten, weil mich die Leute lieben. Sie würden dich sofort aufknüpfen. Schwesterherz. Forresten ist verkauft worden, weißt du? Ja, ich hab's erfahren. Weißt du auch, dass Jack erschossen wurde? Wer war es? Der Freund des Colonel, der die Ranch gekauft hat. Aha. Einen meiner besten Männer aus dem Hinterhalt. Nein, es war ein ehrlicher Zweikampf. Wie ist das möglich? Jack war der beste Pistolero, den ich kenne. Aber diesmal war er nicht schnell genug. Ich flehe dich an, Bart. Es soll kein Blutvergießen mehr geben. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie du mir gefehlt hast, Cora. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Aber vergiss die Ranch. Bitte hör auf mich, Bart. Ich bitte dich. Abgemacht, aber fahr jetzt fahren nach wir. Hause. Hör mal, ich hab dich doch schon mal fortgejagt. Soll ich denn das nochmal machen? Hm? Ich war in Peking. Dort habe ich erfahren, dass jemand die Ranch kaufen wollte. Auf die du scharf bist. Ich habe versucht, dich zu warnen, Bart. Aber leider warst du gerade auf Reisen. Du bist zurückgekommen, weil du in Cora verknallt bist. Weißt du, wo Jefferson ist? Er ist nach Mexiko. Nein, er ist auf dem Weg nach Kansas und ich weiß auch, auf welchen Wege, wenn es dich interessiert. Also, meine Herren, es war mir ein Vergnügen. Und abgesehen davon ist es ja auch meine Pflicht. Ein guter Arzt muss ja schließlich alle kennen, nicht wahr? Ich hoffe, dass Sie uns öfters als Freund und nicht als Arzt besuchen werden. Jetzt muss ich aber gehen. Da ist nämlich eine Patientin, die ein Kind bekommt. Man kann ja schlecht verlangen, dass sie abwartet, nicht wahr? Tja, jetzt breche ich aber auf. Entschuldigt. Auf Wiedersehen, Doktor. Auf Wiedersehen, Freund. Auf Wiedersehen. Hü. Hopp. Hör mal, hier sind wir schon seit einigen Tagen hier und bisher hast du alles gehabt, was du wolltest. Nein, nicht alles. Was hast du denn sonst noch für Pläne? Ich werde mich ausruhen. Es geht mir immer noch sehr schlecht, weißt du. Ich habe in der Brust sehr starke Schmerzen. Ja, leg dich etwas hin. Was war das? Nur eine Warnung. Aber es empfiehlt sich wohl aufzupassen. Man wird es uns nicht leicht machen. Geh noch etwas sparsamer mit dem Wasser um. Es sind noch 50 Meilen bis zum Fluss.
müssen ihn doch schon längst eingeholt haben. Wenn du nicht gelogen hast. Sieh doch hin. Aber etwas besser. Langsam, Block. Ich habe hier zu entscheiden. Und vergiss nicht, dass ich mit diesen Dingern hier viel besser umgehen kann. So trifft man sich wieder. Hart Amler. So ein Zufall, dass du gerade hier vorbeikommst. Was wollt ihr von mir? Zieh den Kerl runter, Block. Hast du gehört, Block? Er fragt noch, was wir von ihm wollen. Ich will mein Eigentum zurückhaben. Du hast es gewagt, die Ranch zu verkaufen. Nein, nein! Bitte, nicht schießen! Zieh den Wagen nach. Lass gut sein. Komm her, Block. Weg mit dem Brett hier. Hey, Gold. Unser Gold. Los, komm, hol die Satteltaschen. Sam? Okay. Wenn wir noch etwas abwarten, können wir die Rinder noch günstiger verkaufen. Das glaube ich auch. Jedenfalls sind sie bestens untergebracht und werden von zuverlässigen Männern bewacht. Inzwischen können wir sehen, wie die andere Sache ausgeht. Mit den Amblers? Ja, ich glaube nicht, dass es so glatt gehen wird, wie Todd meint. Im Notfall kann sich der Colonel an den Sheriff wenden. Der Sheriff. Und du glaubst, dass Bart Ambler von dem Sheriff Angst bekommt? Sicher. Ja! Hey, ja! Halt auf, dass du dich runterbringst! Hey, ja! Nochmal, auf! Gib mir das Ohren! Gut, gut! Ja! Das machst du nicht mehr lang! Fein! Los! Auf, drauf! Ja, das ist es! Hey! Ja!
Mach doch weiter, los! Gesehen, wie du meine Schwester anglotzt. Lass die Finger von ihr. Schlag sie dir aus dem Kopf, sonst werde ich dir... Hör auf, Bart. Merk dir eines. Diesmal stecken wir beide im gleichen Dreck. Und zwar bis zum Hals. Ich rate dir, das nicht zu vergessen. Und diesen Ton musst du mit mir aufgeben. Denn sonst wirst du es bereuen. Letztes Mal bin ich gegangen. Aber aus Rücksicht auf Cora. Aber diesmal ist es anders. Überleg es dir. Lass das. Erst die Taschen. Na los. Los, mach schon. Wir haben Besuch. Es ist eine Gelegenheit, um endlich Frieden zu schließen. Mit wem? Mit Mallory Warden, dem Freund des Colonels. War das nicht der mit Jack? Ja, aber auch der neue Besitzer von Forreston. Ich will ihn nicht sehen. Erst legt er einen meiner Männer um und dann den Höflichkeitsbesuch als Nachbar. Es gibt noch einen Grund. Vorgestern hat man versucht, ihn umzubringen. Das geht mich nichts an. Und ob das überhaupt wahr ist? Bart! Wo bist du die ganze Zeit gewesen? Auswärts. Geschäftlich. Du weigerst dich also, Mallory die Hand zu geben. Wir haben doch schon genug Ärger gehabt. Na schön. Aber nur dir zuliebe. Danke. Guten Tag, Mr. Mallory. Mein Bruder Bart. Guten Tag. Ich habe die Absicht, Forreston wiederzubekommen. Und wie? Indem ich bezahle. Und womit? Mit Geld. Texas ist doch seltsam. Was? Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Man fährt arm weg und kommt reich zurück. Wollen Sie verkaufen? Ich bin bereit, euch das Gleiche zu bezahlen, was ihr bezahlt habt. Nein, mein Freund will nicht verkaufen. Aber ganz abgesehen davon, ich denke nicht daran, meinen Anteil zu verkaufen. Ah. Sagen Sie mal, wie haben Sie es geschafft, an so eine Ranch heranzukommen? Mit Ihren Pistolen? Kann schon sein. Ich bitte euch, es sollte ein Freundschaftsbesuch sein. Und ich bekomme sie doch. Schlagen Sie es sich aus dem Kopf. Das Glück winkt mal dem einen und mal dem anderen. Und sollten Sie eines Tages arbeitslos werden, dann kann ich dich ganz bestimmt noch als Stallbursche einstellen, du dreckiges Halbblut, du. Jetzt hör mir gut zu.
Bedank dich bei deiner Schwester, dass du überhaupt noch lebst. Sagen Sie Ihrem Bruder, er soll sich bessere Manieren angewöhnen. Sonst werde ich Sie ihm selber mit Fußtritten beibringen. Gut, danke. Was ist passiert? Nichts Besonderes. Ich muss in die Stadt und Todd ist immer noch krank. Aber du weißt es ja selber. Geht es ihm sehr schlecht? Ich kann ihn nicht allein lassen. Geh ruhig, Mallory. Auf die Rente passe ich schon selber auf. Wir sind doch Freunde, oder? Und die Rinder? In einigen Tagen sind wir sie los. Ich habe einen Käufer gefunden. Übrigens müsstest du auch kommen. Abgemacht. Danke. Jetzt gehe ich aber. Ich will nicht lange wegbleiben. Sagen lassen, er ist der beste Freund des Leichenbestatters. Er weiß, mit dem Colt umzugehen. Da geht er gerade. Jetzt ist er im Basar. Für manche Leute ist der Name Mallory einfach ein anderes Wort für tot. Ich weiß nicht, ob man das glauben soll. Aber ich lasse es nicht drauf ankommen. Kommen Sie bald wieder. Stets zu Ihren Diensten. Ich lasse Ihnen auch gerne die Ware zustellen, wenn Sie es wünschen. Morgen kommt sowieso mein Freund Sam Bonner, der holt alles ab. Auf Wiedersehen, Mr. Mallory. Stets zu Ihren Diensten. Tag. Einen Whisky. Dieser Bart Ambler hat ja plötzlich Unmengen von Geld. Das freut mich. Sagen Sie mal, als Colonel Hesper die Ranch gekauft hat, wie hat er sie denn bezahlt? In Bar. Ah, Jefferson hatte kein Vertrauen in die Banken. Ich habe gehört, er ist nach Mexiko gegangen. Da hat er wohl einen langen Umweg gemacht. Ja? Ich verstehe nicht. Es hat ihn keiner mehr gesehen. Ich habe mich überall erkundigt, aber keine Spur von Jefferson. Er hatte sich eben anders überlegt. Vielleicht wollte er gar nicht hin. Ja, so könnte es natürlich auch gewesen sein.
Nur noch eine Frage. Mit was für Münzen ist denn Jefferson bezahlt worden? Mit Golddollars, 9 Münzen. Ah, habe ich mir gedacht. Hey Joe, komm mal her. Hör mal, du bist doch sonst so schlau. Was ist denn eigentlich ein Halbblut? So eine Mischung zwischen einem Kojoten und einem Straßenköter. Frag doch den da, der weiß Bescheid. Aber mein Freund, du siehst doch, er ist unbewaffnet. Seid ihr jetzt zufrieden? Nein, bitte! Hört auf! Aufhören! Hört auf, bitte! Nein, bitte! Ein schöner Salut. Guten Tag, Miss Ambler. Guten Tag. Darf ich Sie begleiten? Nein, lieber nicht. Und warum? Es gibt keinen besonderen Grund, aber ich ziehe es vor. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Du hast mich rufen lassen. Ah, richtig. Ich mache mir Sorgen, Block, weißt du? Meine Schwester. Ist ihr etwas zugestoßen? Ich bin in einer verdammt peinlichen Lage. Aber, ah, verdammt nochmal, man hat sie belästigt. Wer hat es gewagt? Der Mann, für den du gearbeitet hast. Tod Hasper? Ah, rede keinen Blödsinn. Ich meine diesen Mallory. Wer hat das gesagt? Cora. Ah, als ich sie ansah, merkte ich, dass sie geweint hatte. Ich wollte wissen, was los ist und wollte sie beruhigen. Und dann? Na, du kennst doch Cora. Sie wollte zuerst nicht reden, aber dann hat sie es mir doch gesagt. Mallory, er hat sie belästigt. Dieser räudige Hund soll noch lernen, was sich gehört. Richtig, ich werde es ihm beibringen. Nein. Nein, nein. Was soll das heißen? Ich bin Coras Bruder. Na schon. Aber Mallory übernehme ich. Verlass dich drauf! Bitte etwas warmes Wasser. Danke. Reich mir jetzt das Badetuch, bitte. Was macht der Block? Da drüben.
Wer weiß. Müssen Sie mit Block kämpfen? Sieht so aus. Aber das hängt nur von ihm ab. Du hast wohl schon wieder das Jucken an den Flossen. Aber ich habe überhaupt keine Lust, mich von so einem wie dir herausfordern zu lassen. Und warne deine Bande, sonst werdet ihr mich kennenlernen. Richte das ruhig aus. Nimm das Maul nicht zu voll. Jetzt habe ich aber genug von dir. Mach noch eine Bewegung und du kannst im Rollstuhl spazieren fahren. Weißt du, wie es aussieht, Block? Mach noch einen Schritt und dann siehst du es im Spiegel. Du hast sie zum Weinen gebracht. Sie hat geweint. Wer soll denn da geweint haben? Jetzt hör mal, das reicht aber. Beim nächsten Schritt knallt es. Da bleibt nur ein Ausweg, um dich endgültig loszuwerden. Er spart allen Ärger. Er spart auch den Rollstuhl für dich. Das war Schauer. Diese Gefängnis hat sich umgebracht. Nach zum Glück ist es ja vorbei. Sehen Sie doch nur, das Mallory! Guten Tag. Ich wollte Sie warnen. Ich weiß nicht, was geschehen ist, aber Blockstone hat es auf Sie abgesehen. Ich habe gerade gesehen, er wollte sich mit mir schlagen. Und was haben Sie gemacht? Wenig. Ich habe ihm nur gesagt, ich würde nicht boxen, sondern schießen. Dann haben also die Leute doch recht gehabt. Ein Pistolero, der sich nur auf seinen Revolver verlässt. Sie sind ein... Lassen Sie mich mal reden. Was hätte ich mit so einem Kerl sonst tun sollen? Ich sehne mich nur danach, in Frieden zu leben. Das können Sie auch, denn es ist nichts geschehen. Ich glaube es Ihnen. Miss Ambler? Mein Name ist Cora. Cora. Ich wollte nicht zurück nach Texas. Aber ich habe es getan. Und das war mein Glück. Weshalb? Sehen Sie. Naja. Weil ich Sie getroffen habe. Bitte, Mallory, verschonen Sie meinen Bruder. Jetzt verstehe ich, Bart Ambler. Nein. Sie wollen sich über mich lustig machen. Nein. Entschuldige. Was wollt ihr tun? Ihr Bruder hat euch befohlen. Feigling. Ich soll sie nach Hause bringen. Nein, um jeden Preis. Lass mich. Schluss, ab. Ja. Ja. Thank you.
Na, endlich ausgeschlafen? Wo bin ich? Bei mir zu Hause. Weißt du überhaupt, wie lange du geschlafen hast? 2 Tage. Oh. Nicht doch! Du musst ruhig bleiben. Jetzt musst du noch ausruhen. Hm? Wie lange noch? Was soll denn diese Hast? Jetzt bleib doch erstmal hier. Du bist der Erste, der einen Faustkampf mit Block lebend überstanden hat. Und noch dazu als Sieger. Es geht doch nichts über einen Revolver. Ich habe genug von diesem Gedresche. Bei so einem Beruf wie dem meinen wäre ich oft am liebsten arbeitslos. Geht's wieder besser? Ah, hereinspaziert, Sheriff. Tag, Mallory. Böse Geschichte, was? Na, wie geht's? Scheußlich. Ja, kann ich mir schon denken. Aber Block wird's auch nicht viel besser gehen, was? Ein schwacher Trost, Sheriff. Ja, ja, Mallory. Aber ich habe Bert Embler gesagt, er soll mir Block fernhalten. Und sollte er sich trotzdem blicken lassen, dann schieße ich sofort. Ich komme schon. Entschuldigen Sie, Doktor, meine Freunde draußen möchten gerne alle wissen, wie es um Mallory steht. Wie geht's ihm? Schon viel besser. Na, das freut mich. Wissen Sie, wir waren schon etwas besorgt. In ein paar Tagen ist er wieder gesund. Fein. Auf Wiedersehen. Ach, ich hätte es fast vergessen. In der Stadt möchte man Sie wieder auf den Beinen sehen. Hm? Gute Besserung. Auf bald, Doktor. Mhm. So viele Leute, Doktor, sind hierher gekommen. Aber Cora, sie hat mich wohl schon vergessen, Doktor.
Bart kommt, er wird gleich da sein. Schon gut, geht jetzt nach oben. Ja, herein. Bart Embler, deine Besuche sind ja in letzter Zeit zur Gewohnheit geworden. Worum geht's? Es handelt sich um Mallory. Dieses Halbblut mit dem komischen Haarschnitt? Bart, du bist doch wohl kein Rassenfanatiker. Dieser Mallory hat mir Folsen unter der Nase weggeschnappt. Ich bin ruiniert ohne diese Ranch. Ich weiß, dass dein Herz daran hängt, weil sie in einigen Jahren sicher ein Vermögen wert sein wird. Zur Sache, Bart. Siehst du, ich hatte gehofft, bei meiner Rückkehr die Nachricht vom Tode Mallorys vorzufinden. Aber leider ist diese Nachricht ausgeblieben. Ja. Man sagte mir, dass Mallory nach Hause zurückkehren soll. Morgen. Er kommt also. Morgen. Bart, ich bin nicht schwerhörig. Du kannst dir den Rest sparen. Wir kennen uns schon lange, Bart. Wie oft warst du schon bei mir? Ich möchte dir helfen, auch wegen Block. Der war ja früher einer meiner Männer und es ist schade, dass ihm sowas zustoßen musste. Ich habe ihn provoziert. Verstehe. Na und? Lass mir das jetzt zur Sache. Dieser Mallory soll nicht ans Ziel kommen. Diesen Mallory sollte man nicht unterschätzen, Bart. Ich weiß schon. Und warum erledigst du die Sache nicht selber? Ich will mich da heraushalten, auch wegen meiner Schwester. So? Du hast jetzt ein Haus. Und Rinder. Was soll das heißen? Zum Kaufen braucht man Geld. Und auch zum Töten. Wie viel? $1,000 für jeden meiner beiden Killer. Und 1.000 für mich. Na schön abgemacht. Wann erfolgt die Zahlung? Wenn die Arbeit getan ist. Aber Mallory ist gefährlich. Aber ein Hinterhalt ist leicht. Auch Block hielt es für leicht. Und dabei ist er fast draufgegangen. Also gut. Dann zahle ich sofort. Das ist doch besser in diesem Fall. Guten Morgen, Colonel. Freut mich, dass Sie wieder gesund sind. Mallory geht's inzwischen ja auch wesentlich besser. Ich habe mir überlegt, es ist nicht richtig, wenn er allein die ganze Verantwortung für die Ranch trägt. Ganz meine Meinung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er es hier mit einer ganzen Bande aufnehmen muss. Alles erledigt, Sam? Ich meine mit der Rinderherde. Sicher. Schon verkauft. Und das Geld ist auf der Bank in San Francisco. Es hat etwas gedauert, aber wir haben es geschafft. Sam. Wenn Mallory heute zurückkommt, findet er einen anderen Mann wieder. Ich fühle mich wie neugeboren. Ich werde das Ende der Emlers noch erleben. Dieser verdammte Bart! Sie dürfen sich nicht so aufregen. Er ist es nicht wert. Wie sollte ich ihn jemals vergessen können? Thank you.
Wenn so ein Gau plötzlich wird, ist die ganze Überraschung im Eimer. Lassen wir sie unten stehen. Das ist besser. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Wir werden warten, bis unser Mann bis auf 20 Meter herankommt. Er soll aber wissen, dass wir es tun, um Block zu rächen. So ist es doch, oder? Du vielleicht. Ich tue es für die 1000 Dollar. Wir graben ihn hier. Es kann unmöglich schief gehen. Da kommt er ja schon. Wartet ihr Besuch? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wir haben eine schöne Botschaft für Sie. Colonel! Halt! Was machen wir mit dem da? Den lassen wir leben. So kann er dann alles den anderen erzählen. Das war's. Thank you.
ich weiß schon, was du denkst. Es ist hier ungemütlich. Aber du hast Lebensmittel und Whisky. Ja, ist doch alles gar kein Problem, nicht wahr? Was soll das alles? Was soll das? Wann hast du denn schon mal was auf Anhieb verstanden? Ich hab dir doch gesagt, dass dein Freund der Sheriff dich hier abknallt, wenn er dich irgendwo erwischt. Du darfst dich hier eine Weile nicht blicken lassen. Hast du das verstanden? Ja, in ein paar Tagen bin ich wieder da. Wenn ich mit dem Kerl abgerechnet habe, kannst du wieder nach Hause. Hm? Du bist wohl noch stolz darauf. Auf was denn? Die Schlägerei zwischen Block und Mallory. Was habe ich denn damit zu tun? Als die sich geprügelt haben, war ich in der Stadt. So, so. Einen besseren Zeugen konntest du dir nicht aussuchen. Ausgerechnet der Sheriff. Und der ist natürlich über jeden Verdacht erhaben, nicht? Sag mal, findest du diesen Mallory so interessant? Hör mal zu, Bart. Du hast wohl vergessen, dass sich seit dem Tod unseres Vaters einiges geändert hat. Aha, als er lebte, waren wir auf Forsen, die unumstrittenen Herren. Hm? Du vergisst wohl, dass du die Ranch verkauft hast. Aber der rechtmäßige Herr bin ich trotzdem. Aber du hast doch die Ranch an Jefferson verkauft. Und jetzt gehört sie Mallory und seinem Freund auch. Jefferson hätte das nicht tun sollen. Ich habe ihn gebeten, abzuwarten, bis ich das Geld beschaffe. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Dann werde ich weggehen müssen, Bart. Was sagst du? Und wohin? Das weiß ich noch nicht, aber hier bleibe ich nicht länger. Ich verbiete es dir. Du willst es mir verbieten? Du hast kein Recht, mir irgendetwas zu verbieten. Ein Bruder, ein wahrer Bruder, beträgt sich anders als du. Es geht dich nichts an, wohin ich gehe. Ich werde erst dann wieder zurückkehren, wenn hier endlich wieder Friede ist. Doktor, wie geht es ihm? Ja, wunderbar, wie denn sonst? Der hat ein dickes Fell. Es ist nur ein Streifschuss, kaum ein Kratzer. Darf ich ihn sehen? Noch nicht. Er muss ausruhen. Es ist Sam, der beste Freund von Mallory, der einzige, der die Mörder des Colonel gesehen hat. Doktor, was meinen Sie damit? Oh, ich nichts. Glaube nicht, dass mein Bruder so weit gehen würde. Jedenfalls war es wirklich grausam, vor allem wenn man bedenkt, dass Todd krank war und ohnehin nicht mehr lange gelebt hätte. Doktor, wo ist denn Mallory? Du liebst ihn wohl sehr. Ja, sehr. Und dein Bruder Bart weiß das? Das interessiert mich überhaupt nicht. Hoffen wir, dass alles gut geht. Es wird schon gut gehen. Na, mach nur, er ist oben. Lauf. Danke. Herein. Cora, ich bin glücklich, dich wiederzusehen. Aber ich fürchte, das bedeutet auch, dass etwas Schlimmes geschehen ist. Ich habe mich entschieden. Mit mir zu leben? So bald als möglich. Hier warst du die Herrin. Du wirst es wieder sein. Es hängt nur von dir ab. Verdammter Hund! Er wollte mich aus dem Weg schaffen! Dreimal verflucht! Du wirst noch was erleben!
Was ist geschehen, James? Es war Bart. Er hat auf mich geschossen. In den Rücken? Aus dem Hinterhalt. Warum? Weil ich ein gefährlicher Zeuge für ihn war. Auch dich wird er umbringen. Billy ist tot. Das ist das Ende. James! James! Verdammt! Mallory! Mallory! Cora, ich wollte schon fortgehen. Was ist denn passiert? Das Leben mit Bart ist nicht mehr auszuhalten und der Sheriff muss alles entdeckt haben. Aber leider ist es die Wahrheit. Bart ist noch besessen als früher und das ist das Ende, Mallory. Nein, keineswegs. Nicht für uns. Komm etwas später auf die Range. Ich werde auf dich warten. Ja, gerne. Hast du sie gesehen? Mit meinen eigenen Augen. Sie hat Forsen betreten. Bist du sicher? Ich bin noch nicht blind. Ach, meine Schwester ist gegen mich. Verdammt zum Teufel. Das muss ein Ende haben. Ein für alle Mal. Bert Ambler. Was machst du hier? Ich hatte dir doch verboten, hierher zu kommen. Soll ich dich nochmal fortjagen? Ich bin gekommen, um dich zu töten. Mach dich nicht lächerlich. Ich bin gekommen, um dich zu töten. Und ich werde es tun. Du bist wohl total besoffen. Mach noch einen Schritt und du bist tot. Du hast gestohlen. Du hast getötet. Dazu hast du mich gebraucht. Und deine Versprechen waren leere Worte. Auch als du die Menschen ermordet hast. Wirst du es nicht bereuen? Bestimmt nicht. Es ist die richtige Entscheidung. Also, herzlich willkommen in meinem Haus. In unserem Haus. Danke. Jetzt fällt es mir ein. Ich muss ja in die Stadt gehen. Steigen Sie ein, Doktor. Darf ich mitkommen? Herr, Herr!